Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Tales of Xillia 2. Im Rahmen von Elvens zweiter Charakterquest befinden wir uns in einer weiteren Splitterdimension und sind bereits zum Materiallager in Helioborg aufgebrochen und schauen jetzt mal weiter. Wie gesagt, ich finde, es sieht jetzt nicht so vertrauenserweckend aus, wenn ich mal ehrlich bin. Quite a haul. Someone's been busy. What are you doing? Back off! Hey, relax. What's the problem? The buyer never got his goods. Why, Alvin? Why did you lie to me? What were you thinking? It's just business, Jürgen. I'm sorry. How can you do this so casually? Luger! Stop! Why, Alvin? You traitor! Ah, found you. Oh, hey. What's up? Listen, about before. I'm sorry about what I said. I never meant to imply I don't trust you. Oh, that. I was kind of a jerk about it. Well, you weren't exactly wrong. It's true that I tell lies like it's no big deal. Alvin. I was afraid it sounded like that. I'm sorry. Quit apologizing. Sorry. It's okay. Anyway, I just wanted to say that. I didn't mean to interrupt. Alvin. It's easy when I'm just telling people what they want to hear, but when I try to get along for real, I'm pathetic. No. Du bist. Was hat Luger immer für interessante Antwortmöglichkeiten? Wie mies! Cheer up, Alvin. You got the do-gooder thing going on too, huh? Guess I'll never escape getting pep talks from kids. Guess I'll just have to redeem myself the hard way, through honest work. I don't have to hit it big from mining ore to make my business a success. Gut, dann haben wir das auch geschafft. Ich glaube, das war jetzt die erste Splitterdimension, wo der Katalysator wirklich mal ein Gegenstand war. Geld und ein Outfit. Weil ich glaube, bislang war es ja wirklich immer so, dass wir eine Person als Katalysator hatten, einen großen Geist oder eine Katze. Aber irgendein Lebewesen auf jeden Fall. Und dass wir jetzt wirklich das Erz hatten, das habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Ich meine, klar, es sah schon anders aus. Klar, es hat diese dunkle Aura. Aber ich habe es jetzt nicht direkt als Katalysator wahrgenommen. Und da haben wir sein altbekanntes Outfit. Vor allem, er sieht gar nicht so viel anders aus, finde ich. Ich glaube, der Bart ist dazugekommen, aber die Frisur ist prinzipiell immer noch die gleiche ungefähr. Gut, das ging jetzt doch ein bisschen schneller als gedacht tatsächlich. Weil wie gesagt, ich dachte, jetzt kommt irgendwie noch ein Bosskampf und dies und das. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt im Nachhinein kann ich mich an diese Quest nicht erinnern. Ich habe die hundertprozentig gemacht, ich habe alle gemacht, aber ich kann mich nicht mehr an sie erinnern. Nur ich glaube auch ganz ehrlich, es ist für Elvin auch irgendwie einfach hart, weil ich meine, im ersten Teil war er letztendlich ein Verräter und warum bin ich jetzt hier reingelatscht? Man weiß es nicht. Und durfte sich halt von allen Seiten immer viel anhören, eben weil er sich auch nie für eine Seite entscheiden konnte. Und das jetzt von ihm auch nochmal zu hören, ist mit Sicherheit nicht so leicht, ne? So. Aladi wollten wir erstmal nicht. Da geht ja die Story weiter. Kann ich auch von Sepstra aus nach Lakutan? Weiß ich gar nicht. Gucken wir einfach mal. Weil da geht's ja jetzt weiter. Dann kann ich ja auf jeden Fall mal eben Duval. Fresh Buttons. Oder Muttons ja eigentlich. Aber es hört sich an wie Buttons. Die Charakterquest abstreichen. Also das war ganz interessant. Aber ich glaube, du merkst halt auch wirklich, dass Elvin sich ändern möchte. Also, dass er wirklich versucht, mit den Leuten klarzukommen. Nur Tatsache ist... Ah ja, perfekt, Lakutam. Da wollen wir hin. Es ist nicht immer so leicht, ne? Jeder Mensch ist anders und
Wirklich so eine ehrliche Verbindung zu den Leuten aufzubauen, ist oftmals sehr viel schwieriger, als ihnen wirklich einfach immer das zu sagen, was sie hören wollen, ne? Ganz klar. Sehr schöner Himmel auf jeden Fall. Also auch wenn die Seehäfen sehr ähnlich aussehen, zumindest die Atmosphäre ist eine andere. Das finde ich cool. Nochmal zur Erinnerung, wir sind jetzt quasi... Moment, das ist hier ganz unten irgendwo. Da! Wir haben ja das ganze südliche Gebiet dort unten abgearbeitet, um Sheraton herum. Und eben auch das Gebiet zwischen dem Aladi Sea Haven und Niakara. Und dementsprechend können wir uns jetzt vom Lakutam Seehafen aufmachen. Einmal ganz geradeaus bis zu dem rosafarbenen Punkt quasi. Und prinzipiell dann nochmal die Kurve kriegen nach links und da eben erkunden. Also da ist noch ein bisschen was vor uns. Fun Fact dazu, werde nicht alles erkunden. Also ich möchte gerne bis hier. Bis hier möchte ich gerne alles erkunden, das dürfte Kambala sein. Und alles, was dahinter liegt, würde ich gerne irgendwann anders machen. Also es ist nicht mehr ganz so viel, wie es jetzt auf den ersten Blick aussah. So um Gottes Willen noch 30.000 Gebiete. So die Hälfte will ich jetzt auf jeden Fall machen. Und die andere Hälfte dann, wie gesagt, irgendwann nach den nächsten Kapiteln. Nur, dass ihr da jetzt keinen Schrecken bekommt, wie viel da eigentlich noch auf uns zukommt. Aber zumindest hier am Seehafen können wir uns ja noch ein bisschen umschauen. Weil von hier aus geht die Reise jetzt ja erstmal weiter. Will hier eigentlich irgendwer mit mir reden? Irgendwie habe ich so das Gefühl, nein. Aber es müsste ja doch auch eigentlich noch eine Katze oder sowas geben. Prinzipiell. Damit ich mich hier so ein kleines bisschen umschauen kann. Also, damit die Katze da eben Sachen für mich holen kann. Achso, ihr sagt das Gleiche wie immer. Ja, gut. Da ist auch... Dieses Design finde ich übrigens auch sehr schön von den Monstern. Also, es gibt einige, die echt sehr schick aussehen. Auch wenn die Welt größer wird, verändert sich das Leben nicht so, wie wir denken. Nichts ändert sich, außer man tut etwas dafür. Das ist... eine interessante Einstellung. Katze! Wo ich schon mal hier bin, kann ich prinzipiell neue Sachen kaufen, so? Hier wäre höchstens was... für Luga, aber auch nur bedingt... Also ich glaube, rüstungstechnisch bin ich aktuell gut aufgestellt. Wie ist das waffentechnisch? Also auch wenn ich hier mal so ein bisschen durchgucke. Ich glaube... Naja, es ist wieder so halb-halb. Ja, manches wird besser, manches wird schlechter. Aber ich glaube, prinzipiell bin ich immer noch gut ausgerüstet. Auch hier sind, glaube ich, keine neuen Sachen. Wobei doch, das für Mila ist neu. Bei Luga sind wir erstmal... Wobei, hier gibt es auch eine bessere Variante. Aber da habe ich nicht immer alles für. Granat. Habe ich hierfür alles? Ja, komm, wenn ich schon mal einmal hier bin. So. Aber für Luga müsste man noch mal gucken. Das ist so... Na, wobei... Ist schon ganz nett. Vor allem auch die KP steigen um einiges. Ansonsten, da wäre noch was für Leia. Warum nicht, wenn ich schon mal gerade hier bin. Bei den anderen Sachen muss ich mal gucken, ob ich vielleicht die passenden Sachen dafür noch kaufen kann. Manchmal ist es nämlich super easy, mal eben was zu holen und dann ist es fertig. Mysteriöse Flüssigkeit, spitze Krallen. Okay. Olympionen geben gerne Geld aus, aber so verträumt wie sie sind, werden sie alles im Nu verlieren und am Ende in Unterhosen dastehen. Okay. Der Auftrags-Sky, wo ich gerade schon mal hier bin. Kann ich da noch irgendwas annehmen? Weil wir gehen jetzt Richtung Lakutam-Höhenstraße. Gucken wir erstmal hier. Das ist das mit den Kronenfedern. Das sehe ich aber gerade nicht. Müsste ich mal nachgucken. Wie viele habe ich da? Ich meine, ich habe davon noch jetzt auch schon welche gesammelt. Ist noch gar nicht so lange her, glaube ich. Ich meine, ich habe das mal gesehen, dass wir die eingesammelt haben. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wo die hier drin stehen. Sind die alphabetisch geordnet? Ich glaube nicht. Aber wie gesagt, ich meine, wir hatten da sind schöne Federn. Das ist schon mal nah dran. Kronfedern haben wir jetzt, glaube ich, auch mehr als genug. Okay. Heißt, wir könnten mal in den Bahnhof von Duval. Heißt, wir können das schon mal nehmen. Das ist in Kambala, Tartalian-Kluft, Chandu, Monhochland, das ist alles noch nicht. Das können wir ja nicht machen. Genau.
Xylen ist noch ein bisschen, Labari ist noch ein bisschen. Na, aber das können wir zumindest annehmen. Alles andere ist noch ein bisschen weit weg. Aber zumindest so ein paar Sachen, warum nicht? Oh, ich habe auch eine Katze gefunden, sehr schön. 37 haben wir mittlerweile. So, ansonsten hier noch jemand, der mit mir sprechen möchte? Die Geisterklimata schwinden langsam. In wenigen Jahren werden sie verschwunden sein. Wenn sie weg sind, wird es auch keine Zwischenwinde mehr geben. Irgendwie schade, nicht wahr? Es gehörte irgendwie so ein bisschen dazu, ne? Es ist dann schon so ein bisschen schade, das stimmt. Seitdem wir diplomatische Beziehungen zu Olympias aufrechterhalten, hat sich das Leben völlig verändert. Die unglaubliche Menge an Gepäck, die wir jeden Tag haben, ist verrückt. Hey, trödel nicht den ganzen Tag herum. Okay. Ah, da war auch noch jemand. Der Lakutam-Seehafen befindet sich immer noch in einem Dämmerungsgeisterklima. Das wird auch eine Weile so bleiben. Will heißen, es wird niemals Nacht werden. Das finde ich unglaublich cool. Also deswegen sieht es auch hier mal so ein bisschen dämmerig aus. Ich finde es schade, dass das wirklich verschwindet, weil das so eine Eigenheit von Rizomaxia war. Und, ach, es ist ein Mädchen da oben. Gerade sagen, was ist das? Und dass diese Dinge dann einfach nach und nach ganz verschwinden, ist halt schon ein bisschen schade, das auf jeden Fall. Aber ihr sagt das, was ihr immer sagt. Dann würde ich sagen, ich porte mich nochmal eben nach Duval, wir können ja jederzeit wieder hier hin. Und gebe die Sidequest ab. Jetzt haben wir ja endlich genug Federn. Wobei, wer weiß, wie lange wir die schon hatten, ich habe nur nie nachgeguckt. Aber dann haben wir das auch mal. Vielen Dank, das wird mein kleines Mädchen sehr glücklich machen. Hey, das ist sie. Hä? Hey, das bist ja du mit den Federn. Hä? Hast du ihr dabei geholfen, die Federn zu finden, aus der sie meinen Schal gemacht hat? So. Nun, sieht so aus, als stünden wir beide in eurer Schuld. Ist uns ein Vergnügen. Ich habe meinem Vater einen Schal aus Federn gemacht und er hat mir eine Daunenjacke gemacht, weil er mich so lieb hat. Das sind die flauschigsten, wärmsten Jacken, die es gibt. Hättest du nicht auch gerne eine? Ich bin nicht neidisch. Ich bin schon lange zu alt für sowas. Wow, du bist jetzt also erwachsen, was? Genau, ich habe sogar einen Partner, der auf mich aufpasst. Ein Partner? Wow, das ist wirklich erwachsen. Und wer ist dieser Partner? Natürlich mein Freund Luga hier. Du kennst ihn bereits, wir sind jetzt Partner. Wirklich? Ha, mach nicht besonders viel her. Nur nicht besonders viel herzumachen gehört zu seinem Job. Oh wow, das ist so cool. Ich will auch einen seltsamen Partner haben, wenn ich groß bin. Tut mir leid, manchmal ist dir nicht bewusst, was sie sagt. Schon gut, wir haben Schlimmeres erlebt. Finde ich cool, dass das quasi das kleine Mädchen ist von, ich glaube, sogar unserer allerersten Sidequest. Hallo Jude, porte mich mal eben wieder zurück. Da hatten wir ja auch, glaube ich, nein, dahin. Zack. Federn? Auch besorgt, glaube ich. Auf jeden Fall hatten wir auch dieses kleine Mädchen, was sich so ein bisschen mit Elle gebettelt hat. Und so. Finde ich schön, dass es daran anknüpft. So, wenn ich schon mal hier bin. Das ist in Arbeit. Zack. Oh, ich habe Elles Rucksack bekommen. Ja, warum nicht? Es ärgert mich so ein bisschen, dass wir hier noch so viele Dinge haben, die ich gerne machen möchte, aber noch nicht machen kann. Aber ich denke, das kommt einfach noch. Dann kann ich ja sogar nochmal hier so ein kleines bisschen erkunden. Hatte ich jetzt eigentlich nicht vor. Eigentlich wollte ich heute einfach die Sidequest fertig machen. Und wenn noch Zeit ist, dann wollte ich eigentlich ganz gerne den Seehafen erkunden. Aber okay. Können wir uns hier noch so ein bisschen umschauen. Warum nicht? Das könnte auch diese Steppe sein, in der wir letztens waren. Die Taleshöhenstraße war das, glaube ich. Aber da werde ich jetzt erstmal noch Luga benutzen. Wie gesagt, ich habe es nicht vergessen, dass ich noch wechseln möchte. Aber es lohnt sich schon fast... Erstmal die Pistolen rausgeholt. Es lohnt sich jetzt fast schon nicht. Dann habe ich so einen halben Part, irgendeinen Charakter. Das finde ich dann auch irgendwie so ein bisschen unfair schon fast, sag ich mal. So andere Charaktere dürfen einen ganzen Part lang mitkämpfen oder meinetwegen auch ein ganzes Gebiet lang. Und andere, ja, mal ebenso zwischendurch. Es ist ja auch fies. So. Und put. Oh, hier levelt man aber echt gut, muss ich gerade sagen. Das waren mehr Erfahrungspunkte als sonst. Schon Auftrag fertig, sehr schön. Okay.
Also wenn ich jetzt so vergleiche mit den anderen Gebieten, in denen wir in letzter Zeit waren. Ja gut, die haben unser Niveau, die haben auch Level 40. Was mir auf jeden Fall sagt, ich bin eigentlich gut im Level. Jetzt zumindest. Weil ich sag mal, das sind jetzt die Gebiete, die wir freigeschaltet haben. Bedeutet ja auch, ja, dass wir jetzt hier sein sollten. Und da ist Level 40, glaube ich, ganz angebracht. Autsch. Heißt aber auch, dass die ein bisschen mehr Schaden machen. Irgendwie bin ich eingefroren. So, ich lebe wieder. Oder so. Versteinerung ist nicht so nett oder was auch immer das da gerade war. Auf jeden Fall konnte ich mich nicht mehr bewegen. Ne, also hier merkt man wirklich, dass die so ein kleines bisschen mehr aushalten. Aber finde ich gar nicht so verschlecht. Mhm. Das war jetzt eine Mischung aus schlecht und verkehrt. Wenn man da auch mal ein paar längere Kombinationen machen kann. Und mehr Erfahrungspunkte bekommt. Und mehr Erfahrungspunkte sind nie verkehrt. Gehen wir erstmal in die Richtung weiter. Ich peile mal das Loch dort hinten an. Aber ich glaube, eine Katze gab es ja nicht. Also habe ich zumindest hier nicht eingezeichnet. In den Gebieten danach. Da gibt es wieder Katzen, aber hier jetzt gerade glaube ich nicht. Autsch. Kann ich auch mal irgendwas machen? Danke. Die sind ganz schön sprunghaft. Ich höre schon wieder Energize. Wobei ich echt sagen muss, Leia, finde ich, ist für mich der bessere Charakter im Vergleich zu Elise, weil ich mit ihr einfach besser spielen kann. Also ich finde, Leia kann halt echt einem gut auf die Schnauze hauen. Und ich glaube, ich mag Leia auch insgesamt lieber. Also ich mag auch Elise sehr gerne, das auf jeden Fall. Aber irgendwie, Leia ist so eine Frohnatur. Also ich mag Leia echt sehr, sehr gerne. Ich finde auch viele Dinge, die sie so sagt und macht, ziemlich cool. Auch wie sie, sag ich mal, sich um Jude kümmert immer. Und ich mag ihre Mystic Arts. Also ihr Verbundenes und auch ihr Einzelnes. Also Leia mag ich so prinzipiell lieber. Und auch zum selber spielen. Was allerdings das Heilen betrifft, finde ich Elise besser. Weil Leia, soweit ich weiß, einen Charakter heilen kann und Elise alle. Deswegen würde ich sie da als Heilerin, glaube ich, bevorzugen. Aber kann natürlich auch nicht schaden, Leia dabei zu haben für auf die Fresse und Elise zum Heilen oder Jude so ein bisschen zum Heilen. Ich glaube, sogar Alvin kann heilen, also ist nie verkehrt, da vielleicht so ein bisschen durchzuwechseln. Bisschen viel weiß da in der Party, dadurch, dass zwei einfach ein komplett weißes Outfit haben. So, dann krabbel ich doch mal in das Loch rein. Oh, hier ist zumindest was. Sehr schön. Ich meine, ich bin bestimmt schon an genug Sachen vorbeigelaufen, gerade jetzt so in Splitterdimensionen, wo ich nicht jeden Stein nochmal umdrehe. Aber das macht ja auch nichts. Ja, Kommando zurück auf die andere Seite. Ja, aber ich muss echt sagen, dafür, dass die Gebiete so extrem trostlos eigentlich sind, haben sie sich schon viel Mühe gegeben, die vernünftig zu gestalten. Das gleiche zum Beispiel auch ist jetzt was ganz anderes. Pokémon Omega Rubin, die Wasserroten. Da haben sie sich auch echt Mühe gegeben, was eigentlich sehr eintönig ist, irgendwie ein bisschen spannender zu gestalten. Und sowas finde ich eigentlich immer sehr schön, wenn man wirklich sieht, dass die Leute sich Gedanken gemacht haben, dass der Spieler auch so ein bisschen Abwechslung drin hat. Habe ich jetzt eigentlich Level 40 und gehe auf 41 oder gehe ich sogar schon auf 42 zu? Ne, auf 41 erst. Na gut, so von da bin ich gekommen. Alles klar. Heiner. Da müssen wir leider noch zwei Level machen, weil ich meine, wie gesagt, 42 ist Mystic Art Level. Und dann könnt ihr euch sicher sein, dass ich dann auch die ganzen Charaktere nochmal durchwechsle, um die ganzen Mystic Arts zu zeigen. So nach und nach. Wäre natürlich vielleicht gut gewesen zu warten, bis wir die Mystic Arts haben und dann anzufangen, alle Charaktere zu zeigen. Aber hat sich jetzt einfach so ergeben. Und das Projekt ist noch lang genug, um da für gewisse Erkundungen einfach durchzuwechseln. Gerade all das hinter Kambala, was ich jetzt ja nicht machen möchte, aktuell. Stichwort königliche Jagdgründe, Xylen, Tundra und all das, was dahinter noch kommt. Da hat man ja auch noch mehr als genug Gelegenheit durchzuwechseln. Und Mystic Arts dann zu zeigen, wenn es soweit ist. Ich wäre nur ein bisschen traurig, wenn ich mich geirrt habe und auf 42 gibt es gar keine Mystic Arts. Das würde mich schon ein bisschen traurig machen, weil so langsam hätte ich die schon gerne. So, man muss auch bedenken, wir sind auch eigentlich gar nicht so weit im Spiel drin. Wenn ich bedenke, wir haben zwar eine Mila, aber es ist ja die Fractured Mila. Also ich sag mal, wie soll ich es am besten sagen? Also ich habe damals halt wirklich gedacht, okay, es ist die Fractured Mila, aber die wird ja wahrscheinlich eher Platzhalter sein und so. Wir kriegen später bestimmt die richtige Mila, das habe ich mir damals zumindest gedacht. Ob das jetzt stimmt oder nicht, sei mal so dahingestellt. So oder so, wir haben noch nicht mal alle Leute getroffen, die irgendwie relevant sind. Ob jetzt die richtige Mila ins Team kommt oder nicht, wir haben sie noch gar nicht gesehen. Ne? Und ich sag mal, das fühlt sich dann immer noch so unvollständig an, weil einfach
viele Charaktere, die jetzt vielleicht irgendwie wichtig sein könnten, ne, dass die einfach noch nicht so viel Screentime bekommen haben. Yusei zum Beispiel ist, glaube ich, einmal durchs Bild geflogen und das war's. Obwohl die ja auch nicht mit Mila zusammenhängt. Also ich sag mal, für mich hat sich das immer so angefühlt, dass da schon noch ein bisschen was fehlt. Weil wir ja auch, sag ich mal, unsere Aufgabe haben mit den Twitter-Dimensionen und so. Und klar haben wir auch ein paar konkretere Infos, aber einiges fehlt halt auch einfach noch. Deswegen habe ich nie das Gefühl gehabt, dass das Spiel schon so unendlich weit fortgeschritten ist. Und wir haben trotzdem schon Level 40. Es ist schon nicht schlecht. Aktuell habe ich ein bisschen Glück damit, dass ich echt viele Truhen da drin finde. Ich erinnere an die Zeit, wo ich manchmal reingekrabbelt bin und einfach nichts da drin war. Da ist nichts. Dann wieder auf die andere Seite. Oh, meine Katze ist wieder da. Let's keep it up. Wir arbeiten dran. Aber die Bärmia-Schlucht, da würde ich auch nicht so viel finden. Da würde ich mich auch noch verlaufen. Ich glaube, auf der Höhe war ich noch nicht. Weil da sehe ich auch noch was glitzern. Das nehmen wir einmal mit. Willst du immer noch was von mir? Hi! Na? Du kleiner Wobbel-Wobbel. Wie heißt du überhaupt? Erdpolwiegel? Polwiggel? Wiggle-Wiggle? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall knuffig. Es ist sowas, da achtet man auch eigentlich gar nicht drauf. So das Design von Bossen, ja. Aber so das von den kleinen Viechern, sag ich mal, geht oftmals einfach unter. Meine Güte. Weil wir die einfach verprügeln. Ich komme nie wieder lebend raus. Verprügeln und gut. Alter, meine Güte. Darf ich jetzt endlich mal? Weil wir die einfach verprügeln und dann wieder verschwinden. Dementsprechend sollte man da auch mal so ein bisschen drauf gucken, wie schön die ganzen Gegner eigentlich auch gestaltet sind. So. Meine Güte, die haben mich da echt gut eingekesselt gehabt. Ah, und jetzt du noch. Meine Güte. Also manche Gegner sind schon ein bisschen anstrengend, wenn sie sich einmal haben. Und ich habe mysteriöse Flüssigkeit von denen bekommen. Will ich? Das ist die andere Sache. Ah, da haben wir sogar zwei Ausgänge. Heißt, auf der Höhe waren wir jetzt potenziell. Ich weiß gar nicht. Also ich weiß, wo die Lakutam-Höhenstraße letztendlich hinführt. Aber wahrscheinlich gibt es hier auch wieder mehrere Wege, die quasi zum Ziel führen. Haben sie ja oft, dass du wirklich quasi links und rechts lang gehen kannst. Oder dass da auch noch so ein paar kleine Sackgassen zwischen sind. Das finde ich eigentlich immer ganz schön gemacht. Dass es nicht einfach nur ist, du läufst von A nach B oder so. So. Oh, Grenzüberschreitung schön genutzt. Mittlerweile habe ich ja auch einige Fähigkeiten drin, die verlängern. Also die Grenzüberschreitung ist somit das beste Gameplay-Element, finde ich. Generell mag ich vermutlich einen Arzt total gerne. Aber einfach in Kombination mit der Grenzüberschreitung, das ist schon nett, sag ich mal. So. Aber ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich geht es hier echt wieder rechts und links lang, würde ich jetzt behaupten. Dass wir quasi jetzt so den, keine Ahnung, südlichen Bereich haben. Beziehungsweise ist ja oftmals so von wegen, ich glaube, südlich, nördlich und mittlerer Bereich, dass das dann auch so dazwischen geschoben ist. Könnte ich mir hier auch vorstellen. Hast du mich gerade angestänkert, du komisches, was auch immer? Manchmal bin ich mir nicht ganz so sicher, was das, ouch, darstellen soll. So. Aber ja, haben wir heute mehr geschafft, als ich gedacht hätte. Ich ging jetzt echt davon aus, wir machen nur die Charakterquest fertig, weil ich halt auch nicht mehr im Kopf hatte, was da noch alles kommt. Aber das ist perfekt. Dann haben wir gleich nämlich auch, wie gesagt, den Lakutam-Seehafen uns so ein bisschen angeguckt, haben noch diese kleine Quest in Duval erledigt und konnten hier sogar noch ein bisschen erkunden. Das finde ich gut. Und ich glaube, wenn ich einmal komplett fertig bin mit Erkunden, dann würde ich halt schon gerne nochmal zu den beiden Elite-Monstern zurückkehren. Weil ich glaube, wir haben jetzt auch aktuell keine mehr, wenn ich mal so gucke. Wir haben in den nächsten paar Gebieten ein paar Katzen auf jeden Fall. Wir haben, glaube ich, noch eine Charakterquest halt in Kambala und auch noch Sidequests in Kambala. Haben wir ja gesehen in der Liste. Aber ich meine, Elite-Monster sind in den nächsten Gebieten sogar gar nicht. Heißt, wir könnten vielleicht... Ach, ich habe keine TP mehr. Wir könnten vielleicht wirklich mal so ein bisschen leveln, sag ich mal hier noch. Und uns vielleicht Hilfe dazu holen, weil Jan ist auf jeden Fall intelligenter als die computergesteuerten Charaktere. Wäre auch irgendwie traurig, wenn nicht. Und ja, dann mal gucken, ob wir den nachträglich noch auf die Fresse hauen können. Ob ich es in der Bärmia-Schlucht geschafft hätte? Keine Ahnung. Vielleicht. Gut möglich. Aber ich hatte ehrlich gesagt so ein bisschen Angst nach meiner ersten Erfahrung, das auszuprobieren. Das kann man hoffentlich verstehen. So. Was ich übrigens, glaube ich, noch nie angemerkt habe und jetzt einfach mal tue, finde die Anzeige der KP der Gegner irgendwie voll cool.
Die ist eigentlich so nichtssagend und trotzdem reicht es. Und ich finde das irgendwie sehr kreativ gelöst. Mit dieser Form quasi, mit diesem Dreieck, anhand dessen man die KP sehen kann. Nein, die schlechten Neuigkeiten kannst du behalten. Weil du kannst ja auch, wenn du wirklich es genauer wissen willst... Ach, da komme ich gar nicht hoch. Das ist gut zu wissen. Wenn du es genauer haben willst, kannst du einfach ins Menü gehen. Deswegen, das finde ich eigentlich ganz schön gelöst. Ich weiß, das fällt mir sehr früh ein, so nach 50 Parts, aber... Was haben wir denn da? Puddingkuchen. Dann würde ich sagen, es gibt jetzt Puddingkuchen. Nom 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 nom. Ich sollte immer noch mehr von dem Zeug essen. Also, ich persönlich nicht. Ich werde dick, aber Luger. Aber irgendwie vergesse ich das immer. So, was haben wir da jetzt? Da ist der mittlere Bereich tatsächlich. Okay. Heißt, wir haben da den Bereich. Da ist der... Der ist ganz schön groß. Da ist der mittlere Bereich. Und da habe ich keine Ahnung. Aber ja. Ist das eigentlich... Ah, ich habe mich gerade gefragt, bei der Sackgasse da links, ob die irgendwie die Karte schmutzig ist oder ob mein Monitor schmutzig ist. Aber die Karte ist so minimal durchsichtig. Ich kann ja auch Lukas Beine dadurch sehen. Ich sehe quasi die Felsen an der Stelle. Ah, keine schmutzige Karte. So, dann porte ich mich nämlich jetzt einmal zurück. Dann kann ich da nämlich speichern. Und dann können wir beim nächsten Mal uns hier noch so ein kleines bisschen umschauen. Das war jetzt ja nur, weil wir noch Zeit hatten, konnten wir schon mal reingucken. Heißt, wir können beim nächsten Mal das erste Gebiet auf jeden Fall überspringen. That's a nice breeze. I could stand here all day. Und den mittleren Bereich machen. Ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Tales of Xillia 2. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.